So, grüßt euch ihr Lieben. Ich bin beim Fischen vom Regen überrascht worden und musste mich unter ein paar Bäume flüchten. Und ja, die Zeit nutzen wir mal, um ganz spontan mal eine kleine Messer-Review zu machen. Sowas habe ich eigentlich noch nie gemacht, von daher verzeiht es, wenn ich das zum ersten Mal mache. Aber heute ist mir ein Messer in die Hände gefallen, im absoluten Low-Budget-Bereich, dem ich doch Outdoor-Ambitionen zusagen mag. Es ist dieses einfache Messer der Firma Balzer. Balzer ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, gerade den Anglern und Fischern, weil es doch ein Angelgerätehersteller ist. Und dieses Messer ist mir bei meinem Angelladen in die Hände gefallen zum legendären Kampfpreis von 5,99 Euro. Ich habe mir das Messer angeschaut und jo, wir sind hier wie gesagt im absoluten Low-Budget-Bereich. Ich glaube, drunter kriegt man kein brauchbares Messer mehr. Aber ja, auf den ersten Blick hat mir das Messer wirklich gut gefallen. Ich zeige euch mal wirklich, wie das Messer jetzt tatsächlich aussieht und was es kann. So, wie ihr schon gesehen habt, das Messer kommt in einer ganz, ganz einfachen Nylonscheide mit Kunststoffeinsatz. Die Scheide ist nicht viel wert, was wollen wir erwarten beim Messer für 6 Euro. Aber ja, es hält das Messer fest. Man kann es so, ich trage es am Rucksack. Ausfallen tut es nicht. Also für den normalen, einfachen Bereich einfach. Wenn man sich das Messer nun anschaut, ist hier etwas, was gleich auffällt. Wir haben einen ergonomischen Lift aus einer gummiartigen Material und Hartplastik. Erinnert ein bisschen an Halterforce oder Mura-Messer. Ich würde sogar sagen, eher so Richtung Halterforce-Messer. Wer das Messer herstellt, kann ich nicht sagen. Zum Stahl kann ich auch nichts sagen. Er ist ein rostfreier Stahl. Und ja, von vorne steht halt drauf, Qualität seit 1949. So, vertrauen wir der Firma Balzer, dass sie uns Qualität liefert. Einfacher rostfreier Stahl. Out of the box, einigermaßen scharf. Und die Klinge, jetzt ist mir mein Maßband runtergefallen, die Klinge hat eine Länge von, hoffentlich sieht man es, etwa 10 cm. Und eine Breite von etwa 2 mm. Das Messer wird einigermaßen scharf geliefert. Mal hier schauen. Holzarbeiten, Anspitzen eines Stocks. Ist überhaupt gar kein Thema, das hier ist frisches Holz. Wir kriegen es spitz. Es beißt sich ordentlich rein. Machen wir hier mal ein bisschen gerade. Und das ist out of the box Lieferschärfe. Ja, also das ist okay, würde ich sagen. Noch nicht mal nachgeschärft. So ein kleines Messer eignet sich natürlich auch super zum Feinarbeiten. Auffächern ist gar kein Thema. Funktioniert super. Kann man sogar richtig schön mitarbeiten. Wunderbar. Gefällt mir wirklich sehr gut. 6 Euro dieses Messer. Wie gesagt, absolut kleines Geld. Kann durchaus mit dem Halterforce-Messer mithalten. So, das mal einmal dazu gesagt. Patroning lasse ich bleiben. Warum soll ich das tun mit einem 10 cm langen Messer? Klingenbreit ist so eine Idee. Sollten wir uns nochmal anschauen. Habe ich mir selber noch gar nicht angeschaut. Klingenbreite, ja, 1,8 cm. Also nicht wirklich was Besonderes. Aber für den normalen Gebrauch als Rucksackmesser, als Taschenmesser sicherlich geeignet. Und ihr kennt mich, der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Ich bin ein Low-Budget-Freak. Ich mag alles, was im totalen Low-Budget-Bereich ist und trotzdem Qualität hat. Das hier ist absolut in Ordnung. Ich will nichts dazu sagen. Und ja, auch hochwertigeres Material hat natürlich seine Berechtigung. Aber ich liebe eben Low-Budget-Geschichten. Ja, ich würde sagen, wir sind hier ungefähr bei der Qualität eines Holterforce-Messers. Mir heute zufällig in die Hände gefallen bei meinem Angelhändler. Einfach mal mitgenommen, ausprobiert. Tolles Messer. Bleibt in meinem Angelkasten. Freue mich darüber. Kein Fehlkauf. Danke euch fürs Zuschauen. Und ja,
falls ihr wirklich mal eine ganz günstige Alternative sucht. Und gerade für diejenigen, die sich nicht mit dem ganz teuren Gerät eindecken möchten und trotzdem was ganz Gutes haben wollen, fürs normale Outdoor-Bereich, Fischen, Pilze sammeln, bisschen Holzarbeiten reicht das sicher aus. Batoning vergessen wir mal total. Und eine 10 cm Klinge, ihr müsst selber wissen, was ihr damit anfangen könnt. Ich sag mal so, für Niederwild, da wage ich mich damit ran, überhaupt kein Problem. Also ein Kaninchen kriege ich mit diesem Messer sicherlich ausgenommen. Ein Fasan oder ähnliches, kein Thema, aber jo, das ist wirklich keine schlechte Qualität. Danke euch fürs Zuschauen, schönen Tag, Wiedersehen.